Weiter geht's hier im geothermalen Tal von Rise of the Tomb Raider und das sogar ganz ohne Grafikbugs. Das habe ich erzielt, indem ich in den Einstellungen das dynamische Blattwerk runtergeschraubt habe. Jetzt sieht's hier halt leider auch nicht mehr ganz so grün aus, aber wir haben das nervige Flackern nicht mehr, was entsteht, wenn man SLI nutzt und ja, die Einstellung auf hoch eingestellt hat. Keine Ahnung, was sich Nvidia dabei denkt, aber behebt den Scheiß, verdammt. Ah, jetzt verstehe ich. Sie erzählt von etwas Verborgenem. Ja, und dieses geothermale Tal ist nichts anderes als die verlorene Stadt. Wir haben sie gefunden und sie scheint wohl in mehreren Siedlungen unterteilt zu sein. Doch Vorsicht, wir haben auch Trinity-Leute aus Versehen hierher gelockt und jetzt droht bald ein Krieg. Wir müssen den Einwohnern helfen, das sind wir ihnen schuldig. Ich versuche auch schon, was ich kann, um ihnen zu helfen. Können wir das nicht kaputt machen? Doch. Haben Sie gefunden, was Sie suchen? Nein, noch nicht. Werde ich aber. Das reicht nicht. Wir müssen improvisieren. Es muss noch mehr geben. Das ist also so eine kleine Nebenmission. Also gleich die zweite eigentlich, weil wir haben im letzten Part schon eine angenommen. Deswegen hat mich der Typ auch gerade angesprochen. Das ist die zweite. Seile durchschneiden. Wow, ganz klasse. Irgendwie kommt man da auch hoch. Ich meine, das sieht man ja. Aber ich weiß noch nicht wie. Nee, ich habe leider keinen Schimmer. Nun gut, dann würde ich vorschlagen, werden wir uns hier weiter umsehen. Gibt ja mit Sicherheit noch einiges zu entdecken hier. Und mir wurde ohnehin empfohlen, weiter ins Tal hinunter zu gehen, da man dort meine Hilfe benötigen kann. Ja, und ich bin doch immer zur Stelle, ganz klar. Da wäre jetzt auch noch ein Dokument gewesen, was ich leider übersehen habe. Aber hier ist ebenso eins. Kinder, ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Mir bitte auch nicht, da kann ich drauf verzichten. Ach, sieh an, da ist gleich das nächste Seilchen. Okay. Ah, mach's kaputt. Geht natürlich immer erst, wenn die Anzeige erscheint, ganz klar. Wer hätte es denn gedacht? So, mir wurde aber auch angezeigt, dass es hier ein geheimes Grab in der Nähe gibt. Ja, nämlich dort. Den Ort sollten wir unbedingt aufsuchen. Aber jetzt gehe ich erstmal hier am Rand entlang. Es führt wohl einen Berg hinauf. Ich finde es total klasse, dass es hier so lebendig ist. Man hört und sieht so viele Tiere. Gut, das gab es in den Eisregionen auch schon, aber irgendwie fühle ich mich hier wohler. Es hat mir zwar gefallen, jetzt so über einen langen Zeitraum diese frostigen Regionen zu sehen, aber ich finde diese Abwechslung durchaus gelungen. Wie geht's euch so? Jetzt konnte Lara dann auch mal ihre Jacke ausziehen. Das ist doch gleich viel angenehmer. Und der Ausblick ist auch Bombe. Nur wo führt dieser Weg hin? Ah, zu einer Sackgasse. Na toll! Wundervoll. Ich meine, klar, da kommt man irgendwann schon weiter, aber im Moment noch nicht.
Na gut. Dann wissen wir das schon mal. Merken uns das für später. Und sehen uns nun hier weiter um. In der Nähe des Wasserfalls. Da hier dieses Vogelgezwitscher, habt ihr es gehört? Das habe ich halt ein bisschen vermisst. Das hast du in den eisigen Regionen nicht so gehört. Kann ich auch verstehen, dass da ein Vogel nicht einfach rumfliegt und fröhlich zwitschert. Der sitzt auch in seinem Nest und friert. So, hier müsste jetzt irgendwo der Eingang zum geheimen Grab sein. Die Höhle etwa? Nee, oder? Doch, die Höhle. Etwas untypisch. Weil in letzter Zeit war es ja immer etwas schwieriger versteckt, aber okay. Oh, fuck. Wir sind nicht alleine. Ein Bär schon wieder. Erstmal ein Giftpfeil. Und dann würde ich sagen, schießen wir gleich Doppelpfeile ab. Oh, der steht ja immer noch. Stirb! Jetzt ist er down. Ja, wunderbar. Nachdem ich euch am Anfang des Let's Plays gezeigt habe, wie man nicht gegen einen Bären kämpft, habe ich euch jetzt die deutlich effektivere Variante gezeigt. Sehr gut. Aber was hat er bewacht? Was? Ich habe doch gerade zwei Giftpfeile verschossen und trotzdem bin ich noch voll? Naja, gut. Warum nicht? Und wir kriegen ein paar Fälle umsonst. Super! So, nun interessiert mich aber brennend, was da für ein geheimes Grab auf mich wartet. Ich finde, die machen immer am meisten Spaß. Daher freue ich mich ungemein. Warum steht da jetzt geothermales Tal? Boah, wie das aussieht. Richtig ätzende Grütze, hä? Fehlende Ausrüstung. Ab diesem Punkt erfordert der Fortschritt ein Atemgerät? Was? Na toll. Dann können wir hier erstmal nicht weiter, fürchte ich. Sie ist auch von alleine umgekehrt. Ja, schade. Müssen wir das Grab wohl verschieben und erstmal mit der Story weitermachen. Auch wenn ich nicht weiß, wann und wo man ein Atemgerät bekommen kann. Ist ja richtig doof. Aber okay, muss ich mitleben. Wir könnten übrigens auch mal überprüfen, ob wir jetzt durch diese zwei Fälle die Nebenmission vom letzten Part schon abschließen können. Weil da wurde ziemlich vieles direkt abgehakt. Wir sollten nämlich Holz und Felle beschaffen. Haben Sie gefunden, was Sie suchen? Nein, noch nicht. Werde ich aber. Reicht ihm offensichtlich noch nicht. Okay. Aber das Dokument, das sich hier in der Nähe befindet, das können wir ja aufsuchen. Ich hoffe halt, das befindet sich jetzt nicht da oben. Nee. Tut's nicht. Es liegt hier rum. In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren. Begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Hä? Prophet tot? Was? Hä?
Er ist doch nur weggegangen. Außerdem ist der Prophet Jacob, oder nicht? Vielleicht habe ich einfach noch was falsch verstanden. Auf jeden Fall werden wir es bald rausfinden. Ich setze meine Karten auf alle Fälle auf Jacob. Der muss einfach der Prophet sein. Er muss. Oh oh, schafft man den Sprung? Ja. Hätte ich vielleicht vorher nachdenken sollen, aber ging ja gut. So, nun wieder Spider-Lara. Wo bin ich denn nun gelandet? Was zur Hölle ist das? Und wie komme ich da rein? Vielleicht ja über diesen Umweg. Was ist jetzt los? Oh shit! Wo kommen denn die ganzen Wölfe bitte her? Aber die sterben instant, wenn ich einen Giftpfeil abschieße. Wie geil ist das denn? Ist das hier eine Falle? Oder hatte ich einfach nur Pech? Na gut, bedingt Pech. Wir haben ja gut reagiert, aber ich glaube, wir kommen da echt nicht rein. Doch! Na dann. Dann hat sich das doch gelohnt. Ich glaube, so viele Giftpfeile wie in diesem Part habe ich noch nie verwendet. Aber hat man wenigstens mal gesehen, wie hilfreich die sein können. Das ist jetzt aber nicht storyrelevant, ne? Moment, vielleicht ist das ja der Eingang zum geheimen Grab. Und die Höhle von vorhin war was ganz was anderes. Könnte ich mir schon eher vorstellen. Oder es läuft beides aufs Gleiche raus. Unbekanntes Gebiet. Wenn, dann sag mir bitte gleich, ob ich auch hier ein Atemgerät brauche. Danke, weil ich will jetzt den ganzen Weg nicht umsonst gehen. Auch wenn es cool aussieht. Münzen. Somit war es ja schon mal nicht ganz umsonst. Also das führt doch in die Höhle zurück, oder nicht? Da unten muss irgendetwas sein. Ja, das denke ich auch. Vorsichtig, man weiß nie. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Erstaunlich. Diese Architektur ist älter als die orthodoxe Kirche. Als ob. Ich habe hier gerade was aufblitzen sehen. Wo war das nochmal? Hier. Wo zur Hölle bin ich jetzt gelandet? Du heilige Scheiße. Was ist das denn für ein schrecklicher Ort? Was haben die hier gemacht? Eine goldene Gürtelschnalle. Dekorativ, aber auch robust und funktional. Sie gehört wohl zu einer Militäruniform. Hübsch. Und bestimmt einiges wert. Neues Basislager. Krankenstation. Das ist eine Krankenstation? Ja, es sind aber ziemlich viele verreckt. War nicht gerade die erfolgreichste, ne? Ich will die Ärzte sprechen. Das geht mal gar nicht. Oh.
Ich habe meine Frau in der Obhut dieser Ärzte gelassen. Die Krankheit verschlimmerte sich wie befürchtet. Ihre Haut wurde schuppig und sie verlor das Gefühl in den Gliedmaßen. Sie sagen, man könne nichts für sie tun, außer ihre Schmerzen zu lindern und ihr das Dahinscheiden zu erleichtern. Aber sie muss der Stadt fernbleiben, mir fernbleiben. Meine Frau stirbt und in dieser Welt werde ich sie nie wiedersehen. Ich werde in die nächste eilen, zu ihr. Das bringt mich jetzt aber hier auch nicht weiter, ne? Setzen wir uns doch erstmal hin. Wir schauen unsere Waffen an. Wobei, nee, da haben wir ja in letzter Zeit nicht allzu viel Neues bekommen. Und wenn, habe ich ja schon gewechselt. Ja, komm. Dann gehen wir weiter. Hab hier halt kurz mal zwischengespeichert. Kann man ja mal machen. Why not? Haus der Kranken. Optionales Herausforderungsgrab. Na also. Haben wir es doch noch gefunden. So, ich erspähe hier schon mal einen Wasserkrug oder sowas in der Art, den wir auch mit Pfeilen anziehen können oder irgendwas in der Richtung. Muss mich erstmal grob umschauen. Und vor allem den Ort erspähen, an dem sich der Schatz befindet. Okay. Wird wahrscheinlich irgendwo oberhalb sein. Aber ich gucke mich jetzt erstmal hier am Boden um, ob da nicht vielleicht noch irgendwo eine Notiz rumliegt oder sowas. Ah, da unten ist Erfahrung, siehst du? Gönnung! Und was ist das? Warte, können wir das vielleicht hier dran spannen? Ja, können wir! Weiß zwar noch nicht, was das bringen soll, aber es wird schon seinen Sinn haben. Vielleicht können wir diese Plakette da irgendwie hochtransportieren. Eine unglaublich detailreiche goldene Halskette. Von wem sie auch stammt. Sie steht dem Schmuck des Reichs in nichts nach. Wow, das ist mal krass. Wahnsinn. Total cool. Okay. Damit wäre der Boden ausgekundschaftet. Jetzt lasst mich mal rätseln. Was ist denn, wenn ich da jetzt einfach mal ein Seilteil starte? Das sieht gar nichts. Okay. Da auch nicht. Faszinierend. Mhm. Das ist perfekt erhalten. Oh nein, da war ich wohl etwas zu langsam. Aber vom Prinzip her hat es auf jeden Fall hingehauen. So kommen wir halt weiter. Also mach mal. Ich weiß nur nicht, ob ich dann direkt nach rechts springen muss oder ob da vorne noch irgendwo eine Plattform ist. Ich glaube, ja, da lang kommen. Und weiter. Ach scheiße, erst jetzt sehe ich, dass das Ding hier auch über das Wasser geregelt wird. Warte. Es wäre vielleicht ganz gut, dass ich da nicht direkt weitergesprungen bin, weil von hier aus habe ich ja mehr Zeit, wenn ich denn treffen kann. Ich fürchte nicht. Nee, kann ich nicht. Meine Güte. Okay, man muss das alles in einem Ruck schaffen. Habe ich es jetzt gesehen. Sorry, Boys. Dann wollen wir mal. Das ist natürlich extra so gemacht, dass du von da aus nicht den Hebel betätigen kannst. Aber okay, ist okay. Jetzt Beeilung. Hochziehen. Rennen. Wie bitte?
Das war in der Zeit gar nicht möglich. Muss es doch irgendeine andere Möglichkeit noch geben. Und die gibt's wohl auch. Wie man hier sieht. Aber was zur Hölle bringt mir dieser Waggon? Ich kann den hierher schieben. Boah, warte. Muss ich... Ich hätte eine Idee, auch wenn sie etwas abstrus sein könnte. Ich probier's mal aus. Doch, das stimmt, glaube ich, sogar. Wir müssen das hier befestigen. Scheiße. Oh Mann, aber das Timing muss so übelst passen. Fuck! Wenn es da dran gespannt ist, dann kann es nicht mehr nach unten sinken, denke ich. Aber da musst du alles perfekt machen. Und super schnell sein. Na komm. Ja hallo, ich hab doch! Was ist das für eine Verarschung? Ich hab doch geschossen. Und auch getroffen, verflixt nochmal. Am Ende ist es ganz falsch. Aber es muss ja einen Grund haben, dass... Fuck, ich habe eine ganz andere und viel, viel bessere Idee jetzt gerade. Oh, geh doch runter! Und zwar, wir befestigen das da hier. Meine Güte! Es will und will nicht funktionieren. Komm, mach! Das kann doch nicht wahr sein. Endlich! Es hat jetzt einige Versuche gebraucht. Weiß noch nicht, ob ich schneiden werde oder nicht. Ein bisschen was, denke ich mal. Aber auf alle Fälle war meine zweite Idee ziemlich gut, würde ich mal sagen. Ich habe halt erstmal gedacht, man müsste es da dran spannen, weil da auch so ein Seil ist. Aber das war ja totaler Quatsch, weil wir eigentlich die beiden miteinander verbinden mussten, damit das sich überhaupt erhebt. Somit kam nur das Fass in Frage. Für die andere Spannung. Ja, war auf jeden Fall ein nettes Rätsel, wo du verdammt flink sein musst. Aber wir haben es geschafft. Na, hoch mit dir. Komm schon. Rein in die gute Stube. Wunderbärchen. Eine Menge Zeugs zu holen hier. Und der Hauptpreis ist... Ein alter Kodex. Sieht aus wie eine Abhandlung über die Verbindung von Körper und Geist. Schneller Heiler! Verbinden Sie Wunden schneller zur Heilung. Halten Sie zum Heilen bei einer Verletzung V gedrückt. Okay.